denn wenn ich getroffen werde, ist schlecht, habe ich gelesen. Ich sollte hier möglichst durchkommen, ohne mich einmal treffen zu lassen. Gut. Ich will hier raus, danke. Oh, über, hier drüben. Renn so schnell du kannst, oder du wirst zerquetscht werden. Ja, ich booste mich, das geht ein wenig schneller als das Rennen. Ich will hier rein. So. Speichern. Danke. Leute, ich habe den Kern besiegt. Ich bin eingeschlossen. Das Bett ist komplett zerstört. Wenn du gerne aufgeben würdest, kannst du ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Nein, ich möchte noch nicht aufgeben. Ich speichere, ich weiß nicht, ob ich gespeichert habe, ich mache es einfach nochmal. Und jetzt zeige ich euch das normale Ende. Ja. Hier drüben. Renn so schnell du kannst, oder du wirst zerquetscht werden. Gut, dann machen wir das doch. Wir haben es nämlich geschafft, ohne uns treffen zu lassen, noch reinzukommen in diese Hütte. Die übrigens zu wäre, wenn wir nicht alles gemacht hätten, um den Booster und so zu kriegen, um Curly zu retten und hast du nicht gesehen. Aber ist jetzt egal. So. Es gibt sonst keinen anderen Weg, wo wir hinrennen können. Wir müssen springen. Es ist entweder das oder hier sitzen bleiben und diese Felsen uns zerquetschen lassen. Bist du bereit? Spring so weit du kannst. So, nein! Okay, weiter kommen wir nicht. Und was passiert jetzt? Der Hubschrauber. Die Insel fällt. Es ist zu gefährlich. Wir müssen hier weg. Oh. Coole Musik. Der Eierkorridor. Grasstown. Sandzone. Tja, alles haben wir jetzt dazu verdammt zu zerstört zu werden. Der Raum, wo die ganzen zerstörten Roboter sind. Die Plantation. Schade. Es war eigentlich eine ganz schöne Insel und eine schöne Reise bis hierhin. Und da ist die Insel. Und sie fällt. Und fällt und fällt. Und sie fällt ziemlich langsam dafür, dass es eine riesige Insel ist. Aber sie ist wohl ziemlich weit weg. Ich habe gedacht, da kommt noch eine Explosion oder so. Ah, okay, da war die Explosion. Wir haben sie gehört. Gut, was kommt jetzt? Curly! Nein, das bin ich. Quote! Ich habe erst von weitem gedacht, das wäre Curly. Aber das bin ich. Ich kann nichts machen. Ah, das Kazuma auf seinem Himmelsdrachen und er hat uns gerettet. Wir wurden bei Kazuma gefangen. Ah, er hat auf uns gewartet. Gut. Phew. Ich hatte niemals gedacht, dass ihr es wirklich schaffen würdet. Dass du es wirklich schaffen würdest, den Kern in die Luft zu jagen. Nun, die Welt sollte nun befreit sein von irgendwelchen zukünftigen Inkarnationen des Doktors. Der Frieden wurde hergestellt. Nun, lass uns zurück nach Hause gehen. Ja, Credits. Cast. Ah, coole Bilder. Und der Skydrang, der sieht irgendwie lustig aus. Und Sue auch. Was ist noch ein Hund, ein Hümiger. Plucky looks up to your brother. Huh. Das übersetze ich jetzt nicht. Und da ist... Ah ja, das ist der untote Kern mit Misery und so. Und das ist der Kampf so gegen Misery. Hehe. Mit dem Schwert, was ich hier leider nicht mehr habe. Wobei, das ist vielleicht der Sandstone, bevor sie uns runtergeworfen hatten. Die Rakete. Okay, das finde ich cool. Ah, das Bild kenne ich. In der Outer Wall, wo die blöden Nightshades sind. Und da rechts sieht man noch die ganzen Charaktere. Das ist auch cool. Und da ist Ironhead. Oh ja, er grinst uns an. Und da ist ein kleiner Kugelfisch. Kugelfisch. Und Balrog. Und da ist... Warum ist Curly da ausgenockt? Egal. Und da ist... Ah ja, beim Doktor. Sind das auch Minigas? Die sehen aus wie Frösche. Fand ich zumindest. Huh. Oh ja, und dann herfordert King den Doktor heraus. Und da liegt Toroko. Und Jenka mit den Hunden. Cool. Aha. Und Curly. Wie sie die Mimigas verteidigen. Der eine hat eine Bratpfanne. Cool. Okay.
Okay. Ah, The Littles, die kleine Familie im Outer Ball. Ah, der Statuenmacher. Numa Hachi. Und da sind wir, ja. Und die Monster. Leaps and Hops Critter. Jede Höhle braucht eine Fledermaus. Von irgendetwas hat Besitz von ihr ergriffen. Die Tür. Mal sehen. Dann. Oh Gott. Paw Critters. Mann an. Die kleinen Frösche. Butchie und die großen Frösche. Heißen Frösche, ja. Jellies. Queen Jelly. Also nicht. Da hatte ich sogar recht. Cool. Queen Jelly. Oder habe ich King? Nee, Queen Jelly habe ich gesagt. Egal. Weiß ich nicht mehr genau. Mal sehen. Oh ja. So viele. Ein Gaudi-Ei. Ein Firebird. Und Buyu Buyu Base. Buyu Buyus. Und da sind genau der Drachenzombie. Und die Counterbomb. Oh, die hasse ich. Aber Gott sei Dank gibt es dann vor nur eins. Und die Libelle der Drachenfliege. Und wow, die anderen Roboter und sie gehen alle in die Luft. Was zur Hölle? Oder einer zumindest. Die Bosse. Igor. Balrog. Omega. Toroko. Pooh Black. Sieht aus wie Balrog. Monster X. Und da ist das Grab von Arthur. Der Kern. Monster X, genau, die Katze. Ironhead, die Sisters. Der rote Dämon. Wahre Helden treffen roten Dämon. Wir sind wahre Helden. Und der rote Kristall. Doktor. Und die ganzen Musikstücke. Und da fliegen wir. Juhu. Ist doch noch ein Happy End. Wow, so viele Lieder. Der hat echt da ziemlich viel gemacht, ne? Nicht schlecht. Und sie wurden zurückverwandelt. Aber nur für kurze Zeit. Wie cool. Gut, gut. Speziellen Dank geht an Torai, Noku, Kuriyuto, BA2, Okami, Nao, Shizu, Gideon G und many others. Thank you very much. Und er verbeugt sich und ist auf den Knien. Ha. Cave Story, das Ende. Pixel. 2004, 12. Vielen Dank. Und da schwebt die Insel noch. Gut. Gut, gut. Dann. Moment. Erst muss ich Cave Story beenden. Dann starte ich Cave Story neu. Denn ich habe ja gesagt, dass ich das beste Ende freischalten möchte. Und ich habe es jetzt freigeschaltet. Ich muss es nur noch erreichen. Und das wird wahrscheinlich nochmal ein Kraftakt. Alles klar, wir sind wieder hier. Wünscht mir Glück.